Frankie Barbie, die Duisburger Akzente, die 33. gehen heute unwiderruflich zu Ende. Wie ist so dein Fazit? Also ich glaube, dass wir das, was wir geplant haben, dass wir uns erhofft haben vor 2 Jahren oder vor 2,5 Jahren, als wir mit den Planungen begonnen haben, eigentlich sich erfüllt hat. Wir haben, glaube ich, eine Konzentration geschaffen hier im Ruhrort, die von vielen wahrgenommen worden sind, auch von den Künstlern selber, aber auch von einer bestimmten Szene, die tatsächlich auch dann in den letzten 17 Tagen hier in Ruhrort dann auch waren. Wir haben es geschafft, mit einem großartigen Eröffnungswochenende eigentlich den Fokus hier zu setzen auf Ruhrort, sodass wirklich viele, viele das wahrgenommen haben. Und wir haben, und ich will jetzt kein einzelnes Projekt rausnehmen, wir haben tolle Projekte gesehen. Ich habe viele Akteure gesehen, viele Künstler gesehen, die tatsächlich mit viel Herzblut hier dabei waren. Es gab eigentlich kein Projekt, das wirklich gescheitert wäre, sondern wir haben eigentlich wirkliche Glanzlichter gehabt von einzelnen Produktionen. Jetzt bin ich fast in Versuchung, sie doch im Einzelnen zu nennen. Mach doch ruhig. Okay, also es gibt ein paar Projekte, die, glaube ich, wirklich auch für die Akzente wegweisend waren. Das war zum einen das Projekt Liebe, Sehnsucht, Ruhrort durchaus im Kirchgarten, was wunderbar, glaube ich, nochmal auch in die Geschichte eingetaucht ist, dieses Stadtteils, aber was auch eine wirkliche künstlerische Wahrhaftigkeit hatte, was viele Ruhrorte mitgenommen hat. Ich habe tolle Theaterproduktionen gesehen, unter anderem das Mädchen aus der Streichholzfabrik, was so präzise gearbeitet war, dass ich selber wirklich angerührt war, weil auch dieser Ort mir sehr am Herzen lag. Und ich habe vor allen Dingen viele, viele unterschiedliche Projekte gesehen, die alle einen unterschiedlichen Ansatz hatten. Und sie alle waren nicht zufällig, sondern sie haben sich tatsächlich ernsthaft mit dem Stadtteil beschäftigt. Und das hat mich sehr gefreut. Genauso hat mich gefreut, dass eigentlich darüber hinaus, also neben diesem kulturinteressierten Publikum, ein weiteres Publikum noch mal dazugekommen ist. Also erstmal für mich die Zaungäste, die wussten, dass hier was ist, dass hier dieser Stadtteil mit Leben gefüllt ist. Und auch diese Zaungäste, die also dann nicht mal direkt zum Festival gekommen sind, sondern einfach mal ins Leben wollen. Einfach mal gucken, ja. Also genau, sind ein ganz wichtiger Indikator, dass sowas wie eine Festivalatmosphäre entstanden ist. Also dass sowas wie eine Verdichtung entstanden ist, eine Atmosphäre entstanden ist und das Gefühl sich auf jeden Fall auch bei ganz vielen Leuten breit gemacht hat, da muss man jetzt dabei sein, sonst verpasst man was. Also das ist auch vegan. So, das vielleicht als Zwischenresümee, weil ganz am Ende sind wir noch nicht. Wir haben ja noch mal, das machen wir dann am Dienstag, klar. Wir haben ja auch darüber hinaus nochmal das ein oder andere Projekt, ich erinnere an das Stehlenprojekt, was wir ja auch noch aufbauen werden. So, das Kalkül, ob es denn aufgegangen ist, ob denn dieser Stadtteil auch von den Duisburgern neu erkannt worden ist. Ich glaube, bei den Ruhrortern hat sich was schon erfüllt. Sie sind, glaube ich, in den 17 Tagen nochmal ein wenig stolzer geworden, als sie Selbstbewusstsein und gewachsen, selbstbewusster, ja, auch als sie es eh schon sind. Ich glaube, das ist schon auch ein Effekt, der auf jeden Fall entstanden ist. Ob denn die Künstler diesen Stadtteil auch jetzt darüber hinaus weiter wahrnehmen werden, dass sie vielleicht tatsächlich darüber nachdenken, hier auch zukünftig zu produzieren, dass sie vielleicht auch darüber nachdenken, sich hier niederzulassen, das bleibt abzuwarten. Das ist natürlich eine große Hoffnung von mir, dass auch tatsächlich auf dieses berühmte Stichwort Nachhaltigkeit. Ja, ne, dass die Leute tatsächlich, dass hier so was wie eine Kristallisation entsteht, eine Verdichtung entsteht, dass hier die Künstler auch sich zukünftig zusammenschließen und dass sie natürlich auch aufgrund, dass sie sich zusammenschließen, auch eine ganz andere, ganz neue Lobby auch schaffen können für eine aktuelle Kultur, für eine Avantgarde-Kultur, weil die Stadt braucht natürlich auch einen kulturpolitischen Wandel. Und wenn die Akzente, und ich will sie nicht überfrachten mit diesen ganzen Ansprüchen, aber wenn das ein oder andere davon eingelöst werden könnte, dann sind das ganz, ganz erfolgreiche Akzente gewesen. Und glaube ich sogar noch ein bisschen mehr, als ich ursprünglich sowieso nur erwartet habe. Zumindest, ich habe gestern mit Fritz Pleitgen gesprochen und der hat schon höchstes Lob für diese Veranstaltung von sich gegeben. Das ist schön. Ich hoffe, dass ihm einiges zugetragen worden ist. Also ich habe ihn beim Eröffnungswochenende gesehen, danach habe ich ihn nicht mehr gesehen. Wenn er sich nochmal hier verlaufen
hat, dann fände ich das wunderbar. Das hätte ich mir im Übrigen ein bisschen mehr gewünscht, dass die Akteure, also sowohl aus der Politik, aus der Kulturpolitik, egal ob Ruhr 2010, aber auch Duisburger Kulturpolitik, noch ein wenig mehr sich natürlich auch hier in den Stadtteil rumgetrieben hätten. Das hätte ich mir gewünscht. Kann aber auch sein, dass ich sie übersehen habe. Dass sie im Konflikt hier waren. das weiß ich nicht, aber im Eifer des Geschäftigen hier in den letzten 17 Tagen kann mir doch auch das ein oder andere entgangen sein. Das glaube ich. Jetzt noch ganz zum Schluss. Und was heute Abend noch? Naja, wir haben jetzt heute ein Symposium gehabt mit THD. Es gibt gleich sozusagen nochmal ein Resümee, was auch nochmal öffentlich ist. Und ich werde auf jeden Fall um 7:45, wenn ich es dann schaffe, zu Agnes Obel gehen, zum Hübi. Und vielleicht mache ich dann auch nochmal auf der kleinen Oskar nochmal eine Bildschirmtour. Alles klar, dann viel Spaß noch. Danke.